werden. Man war nicht sehr besonders freundlich, der Herr. Ja, Orin. Hm? Ja, wir sind hier. Okay. Wer war's? Ach, einer vom Chef. Was will er? Will der Chef mir persönlich erzählen. Hab gesagt, wir freuen uns schon auf ihn. Ah, da kommt ja der hohe Herr. Können wir hier irgendwo reden, Orwin? Sie reden doch schon ganz schön. Was ist denn? Wir haben einen idiotischen Fehler gemacht, Orwin. Hab ich. Hat er das? Orwin. Sie sollten das Manuskript aus dem Auto stehlen. Ja, und? Ich glaube, ich habe Ihnen auch genau erklärt, warum. Es gibt nur eine Handvoll Leute, die das Drehbuch kennen. Ich bin auch nicht blöd, das habe ich schon kapiert. Sie wollten den Verdacht ablenken, und? Sie hatten einen klaren Auftrag. Den haben Sie nicht ausgeführt. Sowas habe ich gern. Erst machen wir die Arbeit für ihn und dann wird er pampig. Was soll das? Ich warne Sie. Oh, er warnt mich. Sie haben mir gesagt, Sie hätten diesem Cox das Manuskript aus dem Auto gestohlen. Das stimmt nicht. So, das stimmt nicht. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich habe das Buch aus dem Wagen genommen und dann verbrannt. Das war doch Ihr Auftrag, oder? Der will doch bloß mit dem Kohl nicht rüberkommen. Ganz mieser Trick. Auf sowas habe ich schon lange gewartet. Donnerwetter, das ist kein Trick! Mensch, Orwin, hast du wieder eine Leiche hier liegen? Schon gut, Digga. Wir unterhalten uns draußen. Weiter los, kommen Sie. Ich denke nicht daran. Ich... Gehen wir, Mister. Ihr seid ja wohl verrückt. Ich habe so verrückt, wie Sie glauben. Schon möglich, dass Ihnen die Polizei auf die Schliche kommt. Aber uns...